Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Mundaun. Wir haben in der letzten Folge ziemlich lange rumgeeiert, aber dafür eine Sekunde vor Folgenschluss noch die Lösung gefunden. Die Batterien mussten da rein und jetzt haben wir den Zündschlüssel für den Muvel, wie auch immer. Habe ich vorher noch nie gehört, das Wort. Aber mein Wortschatz, warum ist da Licht? Hatte das Licht doch ausgemacht. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit Lichthupe. Das macht mir Angst. Oh, das waren wir selber im Stroh. Ich dachte schon. Komisch, dass die Lichthupe kommt. Macht mir etwas Angst. Ich nehme erstmal wieder... Ah, nein, wir haben keine Heugabel mehr, ne? Nö. Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Weiß nicht, ob das so geil... Ah, doch, da sitzt ja das kleine Mädchen drin. Oh, ich hab's voll spät gesehen. Ich hab gerade hier unten durch das Fenster gelugt. Wie macht sie die Lichthupe, wenn sie gar nicht am Schalter ist? Warum guckt sie immer so böse? Na gut, erstmal rein hier. Accompagnesti mai. Se te in bain, la via ai plein ruosnes. Oh, sie hat mal einen Ton von sich gegeben. Machen wir direkt wieder aus, das Radio. Kannst du vergessen. Ich bin der Fahrer, ich bestimme, was im Radio läuft. Vielleicht hätten wir es auch auf der Stufe lassen sollen. Vielleicht war es ein Fehler, ich weiß es nicht, egal. Zündschlüssel hinein. Und dann können wir starten. Fängt sogar direkt an. Fahre über Heu am Boden, um es aufzusammeln. Super, ich habe hier fast alles abgefackelt. Gott. Können wir die Klappe irgendwie hochmachen? Danke. Zum Glück Allrad das Ding. Aber die Steuerung ist jenseits von Gut und Böse. So, sammel auf. Deswegen liegt das so in Schlängelinien oder in geraden Linien besser gesagt. Na, fast gerade. Aber dann ergibt das natürlich Sinn. Allzu viel passt gar nicht rein. Was steht hier drüben dran? Bloß wieder ein Aussichtspunkt. Weiß nicht, ob wir weiterhin hier oben lang fahren sollen. Das Heu hat uns ja schon in die Richtung hier geführt, aber ich weiß nicht, ob das die... Wow. Ob das die beste Variante ist. Wir kommen zumindest dann hinten beim Tunnel raus. Hier war wieder ein Blitzer. Wir sind fast voll, allzu viel geht nicht mehr. Aber ein bisschen was würde noch gehen. Ich glaube, hier lag noch was. Sammle auf. Das bitte auch. Das will er irgendwie nicht. Ah, jetzt. Okay, wir waren einfach noch nicht weit genug drüber. Ich hoffe mal nicht, dass wir uns überladen können, sondern dass er einfach aufhört, sobald wir voll sind. Oh, oh. Ja, hat geklappt. Dann brauchen wir noch Honig. Das ist der Plan. Den Berg hochfahren. Alles klar, sehr schön. Ich hoffe doch mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Drücke den Lichtschalter im Muvel, um die Scheinwerfer zu aktivieren. Wo war denn das? Hier. Hab ich? Das war bloß ein Tipp, oder wie? Lichthupe? Auch nicht. Hoch. Geh nochmal kurz raus. Ding ist auf jeden Fall voller Heu. Ah, vielleicht liegt es an der Radiosequenz, also an der Frequenz. Der hatte uns ja eine eingestellt. Kannst du nochmal bitte? Das war, glaube ich, die erste. Ah, sehr schön.
Wer kennt's nicht? Automatisch öffnende Tore, wenn man die richtige Radiosequenz, sage mal Sequenz, Radiofrequenz eingestellt hat. Müssen wir nochmal starten? Start-Stop-Automatik. Alles sehr fortschrittlich hier. Tut mir leid, Kleine, dass ich den Radiosender verstellt habe, aber ich bin von selber drauf gekommen. Ein Glück. Hätte uns auch wieder 5 Folgen kosten können, bis ich das rausfinde. Da haben wir einen kleinen Steinschlag oder vielleicht auch einen Vogelschiss. Was hätte ich ja... Ah nein, war nur die Waage. Ich dachte, da lag was, was wir aufheben könnten. Und durch geht's. Das ist ganz schön schnell, das Teil. Licht haben wir an. Mal nicht, dass jetzt so ein Strohmann auf der Straße steht. Und wenn, dann überfahre ich ihn einfach. Aber ich finde, wir sind doch ganz gut vorangekommen. Auch wenn die letzte Folge, die hat, an der hat es ein bisschen gehangen, aber ansonsten sind die Rätsel, finde ich, so ganz gut gelöst. Es ist nicht viel zu einfach, es ist aber auch nicht viel zu schwer, dass man jetzt dran verzweifelt. Sondern eigentlich so, dass man schön durchkommt. Gott, soll ich denn hier durchpassen? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Er fährt noch, aber ganz, ganz langsam und jetzt nicht mehr. Das macht mir Angst. Möchte nicht durchlaufen. Da sind Personen. Ist da wieder der alte Mann? Glaubt, die leben nicht mehr. Dort steht er. Was hast du mit mir? Was können wir ansonsten noch? Nützlich? Weiß nicht, was er als Geschenk meint. Den Wagen hier? War nicht so gemeint. Entschuldigung. Mist, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das andere nochmal auszuwählen. Ich glaube, wir haben ihn jetzt verärgert. Oh. Ja. Ich denke, es sollte so sein. Hätten wir doch lieber gesagt, dass es nützlich ist. Wäre uns vielleicht netter gestimmt gewesen. Weiß nicht, was es für Auswirkungen gehabt hätte. Hoffentlich nicht allzu große. Gut, wir können weiterfahren. Das ist schon mal schön. Allerdings ist wieder Nacht. Und das gefällt mir dann doch gar nicht. Dann nehme ich auch keine Heugabel mehr. Ich hoffe mal, dass wir... Vielleicht kriegen wir von dem Walter ein Gewehr. Das war doch der Leutnant oder... sowas in der Richtung im Krieg. So, was haben wir denn hier dran stehen? Honig links, Brücke links und ganz oben... auch wieder so eine Seilbahn. Das kleine Mädchen ist weg. Verdammt, wo ist es hin? Ja, wir folgen jetzt erstmal dem Weg. Aussteigen habe ich gar keine Lust. Heu entladen. Bei Station. Wir sollen in 100 Metern rechts. Wir müssen drüber. Es bleibt nichts anderes übrig. Den haben wir gut erwischt, aber er steht wieder auf. Ich glaube, das mache ich jetzt nur noch so.
Gott, ich dachte, er steht nochmal auf. Zum Glück nicht, hat nur ein bisschen rumgebackt. Dann hier einmal entladen. Da unten ist der nächste Strohmann. Was ist das? Ein Strohhund? Bitte geh weg, ich habe keine Heugabel mehr. Vielleicht mal eine Lichthupe? Ach du Scheiße, da kommt ja noch einer. Weiß halt nicht, ob der uns jetzt gesehen hat. Oh Gott, bin ich erschrocken, Scheiße. Ja, ich glaube, wir müssen hier raus. Aber ich habe keine Ahnung, wohin. Liegt hier irgendwas zum Verteidigen? Liegt hier irgendwas? Ein Schlüssel liegt hier. War's aber auch. Oh Gott. Ah, zwei schon. Ich glaube, wir sind gleich wieder tot. Aber ich weiß auch nicht, was ich dann machen soll. Feuer entladen. Ja, das habe ich getan. Vielen Dank für die Info. Sie sind zum Glück relativ langsam. Aber dass die mich so langsam machen können, kriegen die auf relativ große Entfernung hin. Ach, geht doch bitte weg. Sache ist, wir werden nicht drum herum kommen, irgendwie an denen vorbei zu müssen. Hab auch mal die Taste für die Laterne gedrückt, aber wir haben wirklich keine. Eigentlich würde ich gern wieder in unseren Truck und die einfach überfahren. Jetzt gerade konnte ich nicht fahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt nach dem Entladen wieder klappt. Wir finden überall Munition, aber eine Waffe dazu wäre äußerst nett. Wie weit kommt ihr uns hinterher? Ich sehe sie noch nicht. Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Hier scheint es erstmal relativ safe zu sein. Gucken wir uns jetzt hier erstmal um, vielleicht finden wir noch was. Wir haben ja nicht mal haben wir Streichhölzer wieder gefunden? Wir haben wieder Streichhölzer. Aber einfach hinrennen und anbrennen, weiß ich nicht, ob es funktioniert und möchte ich auch nicht ausprobieren. Wir haben auf jeden Fall hier eine kleine Hütte. So viel Streichhölzer, wie wir finden, ist es vielleicht doch schon eine Variante, die so zu besiegen. Gerade Schiss, wenn ich den Brief lese, dass hier einer reinkommt. Ja. Das weiß ich leider auch nicht. Aber sehr viel mehr scheint es hier nicht zu geben. Drüben ist noch ein Tor. Ich würde bloß nochmal schauen, dass die uns hier wirklich nicht hinterherkommen. Ah! Müssen es nochmal. Okay, ist von innen verriegelt. Mal wieder. Die scheinen uns zumindest nicht zu folgen oder die sind wirklich so langsam, dass sie es noch nicht geschafft haben. Kann durch betrachten, dass... Ach, das ist ja cool. Wo ist er denn? Hä? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, deswegen gibt es überall die Plakate, können wir damit unseren Mufil rufen. Aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Müssen wir lang genug drauf gucken? Da ist er. Ach, Gott sei Dank. Das ist das Beste, was gerade passieren konnte. Licht bitte wieder an. Dann können wir jetzt nämlich in aller Ruhe die Strommänner überfahren. Na, ein Glück. Alles klar, erklärt auf jeden Fall die ganzen Plakate. Finde ich cool gemacht.
Wir sind fast nicht beladen, aber hier unten haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen, also geht's einmal hoch. Strohmänner überfahren. Weil die Tag- und Nachtzeit ist ja nicht an wirkliche Zeit gekoppelt, sondern nur an Fortschritt. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir uns jetzt hier lang genug verstecken im Haus. Es wird wahrscheinlich nicht hell werden. Vorhin war der irgendwie schneller. Obwohl er jetzt nicht mehr beladen ist. Macht nicht wirklich Sinn. Aber vielleicht liegt es auch am Weg, am holprigen Weg. So, also es ist auf jeden Fall ein relativ großes Gebiet jetzt. Der Hund macht mir immer noch Angst oder was auch immer das sein soll. Überfahren möchte ich den eigentlich nicht. Wir könnten jetzt auch nach links fahren. Aber ich möchte nicht nochmal hier reinfahren, nicht, dass das Auto dann wieder stehen bleibt. Da ist ein Strohmann. Ach, das ist wirklich das Beste. Ich glaube, ich gehe nie wieder raus aus dem Auto. Warum höre ich es dann hinter mir? Oh, oh. Da ist der Nächste, aber den kriege ich mit dem Auto nicht. Ja, ist halt eine gute Frage. Die haben ja so diese Leuchte vor sich. Ist wahrscheinlich der Bereich, in dem die bloß sehen können. Ich denke fast, wir könnten wirklich uns ranschleichen und mit einem Streichholz ein bisschen zündeln. Problem ist, wenn es doch nicht klappt, sind wir tot. War so nicht geplant. Hat auch die Frage, ob der Hund gut gelaunt ist. Oder ist das auch eine Ziege? Oder ob der vielleicht dem anderen Bescheid gibt. Ja, es hat auf jeden Fall keinen Kopf. Kann nichts Gutes bedeuten. Greift es uns an? Also es war mal eine Ziege. Hey. Ich glaube, sie weist uns einen Weg. Wir haben uns zum Glück nicht mitbekommen. Würde dir ein Leckerli geben, aber ich glaube, essen kannst du eh nicht. Frage ist, was sollen wir hier oben? Es geht wieder weg. Wo geht's hin? Hier ist ein Gebäude. Mal schauen, was uns da erwartet. Obwohl, ja, Gebäude kann man es kaum nennen. Badewanne steht zumindest drin. Danke dir fürs Herbringen. Dieselben Schilder, die wir schon kennen. Hochkommen tun wir nicht. Probier's mal von der anderen Seite. Ah, das finde ich cool, dass jetzt zumindest die Taste da stand, die ich mir auch ausgewählt habe. Da hat das Spiel mal mitgedacht. Gut, eine Badewanne. Und mal wieder ein Keller. Scheint aber leer zu sein. Wieder Munition. Nee, Streichhölzer. Kurzes Zwischenspeichern muss mal gemacht werden. Machen uns mal eben noch das Licht an. Und haben hier ein paar merkwürdige Zeichnungen. Wir können sie auch nicht benutzen oder sonstiges. Sehr viel mehr scheint es hier gar nicht zu geben. Noch ein paar leere Honigtöpfe. Den Honig werden wir dann wahrscheinlich mit der Kleinen später holen. Na gut. Dann schauen wir mal, was uns nächste Folge erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. 12 Uhr wie immer geht's weiter. Macht's gut.